Hm, anscheinend. Ach, fuck. Nein! Ja, und wenn man runterfällt, stirbt man. Ha, 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 was haben wir alle gelacht. Wow, tolle Technik. Ich zeig dir mal meine. Na, die ist auch nicht schlecht, oder? Ich zeig sie dir sogar. Ich wollte gerade sagen, ich zeig sie dir sogar nochmal, aber... Cool, ich habe ihn nicht gesehen, aber ich habe ihn getroffen. Oh oh. Jawoll. Was ich aber unfair finde, du kannst fliegen, ich kann's nicht. Findest du das okay? Naja. Aber wer muss schon fliegen? Na, daneben. Wo denn der? Wow, er hat mit einem Pfeil geworfen. Au. Zack. Und gleich noch das hier hinterher. Was ist los, Junge? Geht dir die Puste aus? Na, komm her. Du wirst es nicht mehr lange machen. Ah, Mist. Naja, komm. Und... besiegt. Naja, wie gesagt, der ist noch relativ einfach, aber... es wird, glaube ich, noch schwerer. Ich habe ihn geschlagen. Wer ist der Nächste? Mist. Du bist was Besonderes, mein Junge. Aber hier hört die Glücksträne auf. Der nächste Gegner ist weitaus stärker. Komm raus. Okay, okay. Also gut. Dich mache ich mit links fertig. Und, ihr seht sicher diesen Heiligenschein. Willst du dich vor dem Kampf nicht verneigen? Hä? Oh, natürlich. Er riecht irgendwie angenehm. Also dann, beginnt den Kampf. Und ja, dieser Gegner hier... das ist Son Gohan, also Son Gokus Großvater. Aber Son Goku weiß das nicht, dass das ja sein. Ja, er weiß es eben nicht, dass das halt sein Großvater ist. Aber das werden wir ja noch erfahren und er auch. Na komm. Na scheiße daneben. Aber ja, dieser Gegner ist nicht so schwer. Ich meine, ihr seht ja, wie ich ihn abfrühstücke. Wow. Ach ja, das kannte er ja auch. Aber wen juckt's? Na nein. Da habe ich nicht so richtig aufgepasst. Oh Junge. Jetzt kannst du dich frisch machen. Nein! Oh, dumm. Ja, ist gut. Ich hab dich ja auch lieb. Haha. Pass. Na gut. Ich glaube, das war's für ihn. Nee. Oh. Okay. Nein, er hat sich... ah. Glück gehabt. Okay, das war's für ihn. Immer noch nicht. Aber jetzt. Gut, wir haben Son Gokus Großvater besiegt, Son Gohan. Auch nicht schlecht. Und? Ich hab gewonnen, stimmt's? Ich geb auf. Du hast mich geschlagen. Du bist viel stärker geworden, Son Goku. Es freut mich, dass du so gut trainiert hast. Woher kennst du meinen Namen? Du bist doch nicht etwa... Doch, ich bin es, Son Gohan. Großvater? Großvater? Ja. Ich hätte allerdings nicht gedacht, so wenig gegen dich ausrichten zu können. Also, dann will ich euch die wie versprochen die Zukunft voraussagen. Hi, 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 hi. Ich sehe ihn. Der Dragon Ball bewegt sich. Er befindet sich in einem Auto, ca. 200 Kilometer von hier entfernt. Danke, dann breche ich am besten sofort auf.
Sammelgegenstand Gohans Hut erhalten. Son Gohan ist nun für Zweikämpfe auswählbar. Joa. Speichervorgang. Gespeichert. Das ist schön. Straßen einer Stadt. Ja komm, dieses Level machen wir noch. Und dann würde ich mal sagen, mache ich eine kleine Aufnahmepause. Und nö, Pilaf ist schon wieder da. Hey, gib mir den Dragon Ball. Ah, an dich erinnere ich mich. Ihr wolltet mich doch schon mal umbringen, oder? Beeindruckend, dass du diesen Dragon Ball orten konntest. Ihr heckt wohl wie schon wieder üble Machenschaften aus. Also mach keine Schwierigkeiten und gib ihn her. Das kann ich nicht. Auch ich sammle die Dragon Balls. Was hältst du davon? Wir kämpfen und falls du gewinnst, gebe ich ihn dir. Wenn wir aber gewinnen, gibst du uns alle 6. Also, gehst du die Abmachung ein? Kein Problem. Wenn du einschlägst, schlag ich auch ein. Okay, dann lass uns kämpfen. Diesmal wird die Sache anders enden. Los, Kombination. Ja, diesmal vereinigen sich ihre Kampfmaschinen und es ist ein riesen... What the fuck? Teil. Ja, ja. Wow. Ihr seid ja so eine Herausforderung. Okay, ja, ich sollte mal in die richtige Richtung schießen. Wäre mal von Vorteil. Und das Kamehameha, das wird immer treffen. Also wirklich, Prinz Pilaf, du warst auch mal etwas besser. Aber egal, dann nehmen wir es halt so auseinander. Ach komm, die greifen wir mal ein bisschen an. Eieiei. Ja, ja. Ihr mit euren Bomben, aber solange wir mit dem Kamehameha draufdreschen, ist es kein Thema. Ja, ja, komm. Ach, Pilaf, jetzt mal ohne Scheiß. Du willst mich doch verarschen mit dem Ding. Anscheinend ja. Und das... Oh. Mist. Ha, und das war's. Tja. Pilaf, Pilaf, wo soll das nur enden mit dir? Damit ist dieses Gebiet klar. Pilaf ist besiegt. Mal wieder. Son Goku besiegte Pilaf und seine Gefolgsleute problemlos. Er hatte endlich alle Dragon Balls vereint. Er nahm Upa mit sich und begab sich ins Land von Karin. Dort bat er Li Shenron bzw. Shenlong, Bora wieder zum Leben zu erwecken. Damit hatte Son Goku sein Versprechen gehalten und freute sich auf den nächsten Weltkampf. Er ließ Muten Roshi und die anderen zurück, um noch härter zu trainieren. Gut, ich würde mal sagen, oder machen wir doch noch ein bisschen, Ach komm, Weltkampf machen wir doch noch und danach mache ich aber wirklich eine Pause. 3 Jahre vergingen und der Tag des Weltkampfes stand erneut vor der Tür. Welche Kämpfe würde Son Goku nun wohl mit seiner neuen Kraft liefern? Goku ist noch nicht da. Was werde ich mit ihm machen? Was macht Son Goku denn? Er wird zu spät kommen. Oh oh, nur noch 3 Minuten. Hallo Leute. Hey, na, wie geht's denn allerseits? Mensch, musst du uns immer so auf die Folter spannen? Okay, es ist soweit. Viel Glück. Haha, ich gewinne bestimmt. Weltkampf, erstes Duell, Son Goku gegen Shao Zu. Oh, der kleine Shao Zu. Sag mal, bist du wirklich so stark? Natürlich. Gegen dich verliere ich sicher nicht. Oh Gott. Son Goku, das ist, naja. Ich glaube, Son Goku hat in dem Kampf wirklich ein bisschen Probleme gegen Shao Zu gehabt, aber Shao Zu, naja, er ist ja auch nicht wirklich so normal. Okay, ich werde dich nicht mit Samthandschuhen anfassen. Ein Duell zwischen der Schildkrötenschule und der Kranichschule. Bitte beginnt das erste Duell. Okay. Oh Mann, Shao Zu ist schon ein Fall für sich. Zack, aber... Shao Zu werden wir dennoch besiegen. Denke ich mir jetzt einfach mal. Denn Shao Zu hat nicht wirklich viel auf dem Kasten anscheinend. Dabei war der gar nicht so schlecht. Na komm.
Oh, wie ich auch noch. Na, jetzt aber. Na, was sagst du jetzt, Chazu? Hm? Oh, Chazu, das ist mies. Oh. Oh Mann, Chazu, jetzt streng dich doch mal ein bisschen besser an. Ist ja schon fast peinlich. Und dem Herrn der Kraniche gefällt das bestimmt auch nicht, dass du so abkackst. Haha. Okay, ich glaube, diesen Sieg haben wir in der Tasche. Würde ich einfach mal sagen, weil... Chazu kommt kaum zum Zug. Oh Mann. Ja. Sieht nicht gut aus für dich, Kleiner. Ja, das war's für ihn. Na, steh auf. Und damit ist er K.O. gegangen mit einem Kamehameha. Okay, das war vielleicht ein bisschen unfair, aber... Sieg ist Sieg und Chazu ist platt. Ich hab's geschafft. Ob Munroshi es wohl gesehen hat? Der zweite Duell, Son Goku gegen Krillin. Oh. Son Goku, halt dich bloß nicht zurück. Okay, natürlich nicht. Ach je, nun ein Duell zwischen zwei Schülern der Schildkrötenschule. Okay, beide Wettkämpfer, beginnt das Duell. Ganz wie ihr wollt. Krillin vermöbeln macht Spaß. Wobei Krillin natürlich auch, wow, stärker geworden ist. Ich meine, klar. Ich meine, er hat auch hart trainiert, aber ob das ausreicht, Frag ich, hä? Warum hat er das nicht abgefeuert? Scheiße. Ah, ist das dumm. Ja, ist gut, Krillin. Oh, wie der jetzt übertreibt. Okay. Okay, 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 okay. Verdammt. So, jetzt aber. Jetzt bin ich auch mal am Zug, du kleiner Drecksack. Nein! Oh. Alter, Krillin wird mich doch nicht fertig machen, oder? Wobei ich glaube, das läuft auf dieses Ding hinaus, ja. Oh Mann. Du kleine Glatzsau. Wow. Oh, warum kann er das? Was ist das überhaupt, damit er angreift, da diese Welle, was auch immer. Ah. Wow. Na endlich komme ich auch mal wieder dran. Aber ich glaube, Krillin wird uns in Grund und Boden stampfen. Da, das meinte ich. Was ist das? Mann. Ja, ist gut. Krillin übertreibt. Ist klar. Ja, oh, ja, komm. Niederlage. Alter. Ja. Ey, du kleiner Drecksack. Na komm. Also Krillin ist schon nicht schlecht. Oh, warum? Das meinte ich, was ist das? Ah, du Penner. Sag mal. Fick dich doch. Oh Mann. Ich komm da kaum zu dem hin. So, jetzt aber. Jetzt wird zurückgeschissen. Na, endlich hat der mal auch mal richtig gesessen. Und der, Gott sei Dank, auch. Oh Mann. Krillin ist schon ein Drecksack. Haha. Boing. Ja, das muss wehtun, Krillin. Boah. Okay, aber diesmal sieht es weitaus besser aus.
hat aber noch nicht viel zu sagen. Vielleicht wendet der Krillin noch das Blatt, das würde mich aber... Nein! Mist. Aber ich bin noch trotzdem im Vorteil. Ja. Ich meine, was will Krillin jetzt noch ausrichten? Ach, warum habe ich das jetzt schon abgefeuert? Bin ich doof? Na, dreh dich um. Ja gut, dann darf Krillin auch nochmal. Und dann ist es für ihn Schicht im Schacht. Oh Gott, ja. Tut mir leid, Krillin, aber... Ich hab gewonnen. Ah. Also Krillin ist echt nicht schlecht. Tut mir leid, aber der Sieg gehört mir. Son Goku vs. Tenshin Han. Ja, Tenshin Han und ist auch aus der Kranich-Schule und ist halt immer mit Chaozu zusammen. Oder Chaozu ist immer mit ihm zusammen, ist auch egal. Gegen dich dürfte ich mit Leichtigkeit gewinnen. Wie aufregend, dass wir beide uns im Finale gegenüberstehen. Ich werde dir eine Technik zeigen, die ich mir aufgehoben habe. Also, wer wird unser Champion? Okay, beginnt das Finale. Ich meine, in der Serie hat Tenshin Han gewonnen, weil Son Goku eher den, wow, Boden berührt hat. Und guck mal, wie wenig Energie ich habe und wie viel Energie der hat. Das ist schon leicht unfair, aber wir müssen es irgendwie hinkriegen. Oh Mann. Alter. Nein! Nein, 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 hör auf, hör auf, hör auf, hör auf, lass das sein. Ja. Oh Gott. Verdammt! Oh, Tenshin Han ist so übel. Na, fuck. Warum? Ich hab doch geblockt. Na gut, das, sieht nicht gut aus. Denke ich mir jetzt einfach mal. Weil Tenshin Han hat sehr viel Energie. Und wir haben fast gar nichts. Na komm, steh auf. Und direkt neu hinterher. Ja, was soll man machen, ne? Oh, komm schon. Ah, fuck you! Ja, sicher. Aha. Oh Mann! Nee, das wird nichts mehr, Leute. Ich brauche mich gar nicht mehr groß anstrengen. Das ist nackt. Aber komm, wir versuchen es trotzdem. Na, ah, leck mich doch, ey, du Hund. Ja, jetzt macht er das. Oh Gott. Ja, es war klar. Ey, du bist so eine verdammte Eichel, ne? Ja, ja, komm. Niederlage. Wir versuchen, wir machen ihn jetzt fertig. Und dann gibt's erst die Pause. Oh Gott. Ich find's auch ein bisschen krass, dass er so eine hohe Energieanzeige hat. Naja, aber was will man machen? Tenshin Han am besten gar nicht erst zum Zug kommen lassen. Was aber schwierig ist. Oh Mann. Na komm. Na gut. Zack. Ja, so kann's klappen. Ja, aber nicht so. Nein! Jetzt nimmt er natürlich Vorsprung, obwohl das könnte jetzt ein bisschen ausgeglichener werden. Nein! Verdammt! Oh, Tenshin Han, lass das! Ey, was?
Du Bimm-Kopf-Sau. Nein! Oh oh. Das war, glaube ich, die Technik, die er meinte. Und warum? Ey, fick dich. Ganz ehrlich, fick deine... Boah. Ey, das lief gerade so gut. Ey, und jetzt ist das nur noch scheiße. Oh, da kann man schon mal laut werden. Oh, Mann, ey. Tenshinhan, du bist so eine üble Drecksau. Aber wir müssen da durch. Wobei ich wage es zu bezweifeln, dass wir Tenshinhan noch so besiegen. Und wenn doch, haben wir richtig Schwein. Oh Mann, komm her. Jawoll. Boah, ich hau dich so kaputt, ne? Zumindest hoffe ich das. Na, ich hab doch abgeblockt. Ey, komm, du bist so ein... Ah, fuck you, ey. Fuck. Naja, komm. Oh, dieser Kampf ist brutal. Vor allem, weil Tenshinhans Energie so hoch ist. Dass es schwer ist, diese 100 zu kriegen. Ah, komm. Zack. Na. Jawohl. Das war nicht schlecht.